Grüß euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Die Spatzen pfeifen sie ja schon länger von den Dächern. Nun ist es Gewissheit, Aprilia bringt eine Touareg 660 mit dem bekannten Reihen-Zweizylinder. Und warum ich glaube, dass sich Aprilia bei diesem Modell wieder geschickt aus der Affäre zieht, erkläre ich euch gleich. Ja, ich habe erste Eckdaten von der neuen Touareg 660. Sie lässt sich meiner Meinung nach ganz gut in das untere Mittelklasse-Reise-Enduro-Segment reinschieben, wo ich eben als direkte Konkurrenz die Yamaha Tenere 700 sehe. Von der Leistung her ist sie auch eigentlich am Level einer Moto Guzzi V85 TT und ja, Preis wissen wir zwar noch nicht, aber ich komme gleich darauf zu sprechen. Also, was haben wir für Fakten? Aprilia sagt uns, die Touareg 660 wird klarerweise diesen 659 Kubik Reihen-Zweizylinder haben, den wir aus RS und Tuono 660 schon kennen, aber gedrosselt bzw. runtergemacht auf 80 PS, dafür ein bisschen mehr Drehmoment, 70 Newtonmeter bei, weiß ich noch nicht. Aber sie geben auch an, mehr Schmalz von unten und in der Mitte. Ja, die Yamaha Tenere 700, die hat knapp 73 PS. Die Moto Guzzi hat auch genau 80 PS. Die hat es aber aus mehr Hubraum. Ich schätze mal, beziehungsweise ich hoffe, dass die Touareg tatsächlich mit dem runtergemachten Motor ein bisschen mehr Power von unten hat, was ich bei den anderen 660er Modellen von Aprilia ein bisschen vermisse. Die müssen dann oben raus gedreht werden, das wird vielleicht bei der Touareg ein bisschen besser sein. Gewicht gibt Aprilia auch schon an, 187 Kilo trocken. Da muss ich sagen, sie sprechen davon, dass das sehr wenig ist. Die Tuono 660 mit dem gleichen Motor hat fahrfertig weniger Gewicht als die Touareg trocken. Aber ja, schauen wir mal. Immerhin ist es auch ein Stahl-Alu-Rahmen-Mix. Das muss ja was aushalten, wenn das Offroad gehen möchte. Und da ist es für mich auch eine ziemliche Sensation. Aprilia gibt Federwege von 240 mm vorne hinten an. Ich meine, das ist echt viel. Die Sitzhöhe soll sich bei knapp 860 mm einpendeln. Also es steht nicht ganz genau. Da hätte zum Beispiel die Tenere 880 mm und die V85 hat 830. Also ich sehe die Touareg 660 irgendwie so schön da dazwischen. Und weil ich es gesagt habe, sie zieht sich ganz gut aus der Affäre oder sie lässt sich dann trotzdem nicht mit den anderen so recht vergleichen. Das Electronic Package ist allumfassend. Also während ja die Yamaha Tenere 700 lediglich auf ein ABS vertraut, hat ja schon die Moto Guzzi um einiges mehr. Okay, es ist ja auch der gleiche Konzern wie Aprilia, aber die Touareg 660 voll ausgestattet. Vier Fahrmodi, zwei davon frei konfigurierbar, einer davon der Offroad-Mode. Und da kann man laut Aprilia das ABS am Hinterrad abschalten oder überhaupt vollständig abschalten. Ride-by-Wire, dieses APRC-System ist drinnen mit einer Traktionskontrolle. Ein Tempomat wird fix verbaut sein, eben gewisse Motor-Mappings, Engine Brake und das bekannte 5 Zoll Farb-TFT-Display. Also die Touareg 660 meiner Meinung nach schon richtig leiwand ausgestattet. Reifen bzw. Felgengröße schreiben sie nicht hin, aber ich erkenne da schon dieses klassische 90-90-21 Vorderrad, während ja die Moto Guzzi, sagen wir mal, sehr die goldene Mitte anstrebt mit 19 Zoll. Straße haben wir halt 17 Zoll, aber die Touareg 660 will da offensichtlich wirklich ins Gelände und dürfte das eben auch schaffen, weil vom Gewicht her, wie gesagt, das ist ja immer so eine Sache, das Handling ist ja dann auch vom Lenker abhängig, wie da die Position ist und das sehe ich auf den Fotos nicht so recht. Tankinhalt 18 Liter, damit ordnet sie sich eigentlich auch ganz gut in die Riege der anderen Mittelklasse bzw. untere Mittelklasse Reise-Enduros ein. Ja, Radstand gibt Aprilia mit knapp über 1500 mm an. Da hätte man zum Beispiel bei der Tenere 700 1530, die Moto Guzzi hat 1530, die Tenere hat 1580. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, vom Technischen her ein Motorrad, das sich zwar ganz gut einfügen wird in diese Klasse, aber eben durch die weniger PS als die echte Mittelklasse und eher in Richtung der Tenere, aber dann voll im Elektronik-Package
wird die Touareg 660 wahrscheinlich wieder sozusagen alleine dastehen. Und so wie ich Aprilia kenne, werden sie wahrscheinlich doch um einiges mehr am Preiszettel verlangen, als jetzt, sagen wir, Yamaha für die Teneré, was sie aber eben dann auch mit der vielen Elektronik rechtfertigen wollen und können. Ja, und Design, ja, schaut es euch an. Wie immer finde ich sie sehr gelungen von der Lackierung her. Macht so ein bisschen auf Africa Twin mit diesem Blau-Weiß-Rot. Die Front mit diesem hohen Windschild und dahinter das TFT-Display sehr hoch angeordnet, ist so ein bisschen dieser Rallye-Style, den eben die Teneré schon sehr gut verkörpert. Das Heck scheint mir recht normal auszusehen. Und der Nikolas von rubberdust.com hat uns schon Bilder geschickt von einem Rallye-Concept. Das ist eine Schweizer Designbude, die sich mit so Sticker-Sets sozusagen beschäftigt, die das sozusagen verkaufen, machen da auch Special Editions und der Nikolas hat uns schon jetzt Bilder geschickt von einer Version, die er sozusagen schon designt hat, lehnt sich an ans, glaube ich, 2011er Dakar-Design. Bietet auch sozusagen, hat er modelliert, ein Modell mit hochgelegtem Fender, also Kotflügel vorne. Finde ich interessant, finde ich hübsch, obwohl der untere Kotflügel von der ab Werk so gebauten Touareg 660 auch schon gut ausschaut, aber Design ist immer so eine Sache. Mir gefällt sie gut, wo sie dann beim Preis ist, wann sie geliefert wird, keine Ahnung, aber wie gesagt, meiner Meinung nach werden sie es schon höher ansetzen als eben Yamaha mit der Teneré, aber ja, es wird hoffentlich vielleicht gerechtfertigt sein. Die ersten Fahrtests lassen noch auf sich warten, aber ich freue mich, wenn wir sie dann bald einmal in den Händen haben. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Tschüssi!